Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shellshock Live. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. So, wir sind fangen da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe die stärkste Waffe im Spiel. Also ich hab... Was hab ich denn? Ein Rückroller. Der gute alte Rückroller. Ich hab die Version, die beide von denen beinhaltet. Ich weiß aber gerade nicht, was ich schießen soll. Ich schieß mal eine Granate, weil ich will die Flugbahn für das andere Ding finden. Viel Spaß. Treff auch nicht. Ei. Hey, du triffst dich. Nein! Was? Oder mich? Zwei mehr. Dann könnte ich dem vielleicht das reinsemmeln. Vielleicht krieg ich wie so ein Semmelbrötchen, ne? Entschuldigung. Vielleicht kriege ich es ja sogar hin, dass er das Spiel deinstallieren will. What the fuck? Interessante Aussage. Ich sehe halt meine Flugbahn nicht mehr so wirklich, weil da irgendwas im Weg hängt. Ah, oh, ich wurde von einem Ganzen getroffen. Aua. Aua. Ich habe halt, ich sag mal nett, nicht allzu viele gute Waffen. Bitte, triff! Oh Gott. Es trifft nicht. Ich hab getroffen. Stärkste Waffe im Spiel, 6 Schaden. Ja, wenn sie auf dem ja, ist sie auf dem Gegner genau drauf, kann die 200 machen. Die zweite Version ja, 300 und das ohne Crit. Also das Ding ist schon ordentlich stark. Ja, ich weiß. Aber es war trotzdem lustig. Ich hab meine Flugbahn geändert, warum ist das genau gleich geflogen? Alter, der Typ heißt halt wirklich Sean Enders, oh mein Gott. So, bitte. Oh. Ich habe gerade nur gekrittet. Ich habe mit den Trailer. Ich habe noch nie mit dem Bohrer mehr Schaden gemacht. Mit dem scheiß Bohrer, ey. Oh mein Gott. Oh, da steht da eigentlich auch Jens gut. Jo, finde ich auch. Habe ich irgendwas Streuendes? Aua. Das war aber mal gut knapp. Nee, das sehe ich nicht ein. Ich hoffe, das geht an dir vorbei. Zumindest kann ich dir damit keinen Schaden machen. Schön, dass das geklärt ist. Oh mein Gott, aber schade. Das ist ja cool gewesen. Ich wollte meine Schussbanne hier aufgeben. Warum habe ich nicht einfach Erdbeben gemacht? Kann ich auch nicht sagen. Oh, er steht perfekt. Ey. Ich glaube, er hat dich gehört. Ich glaube auch. Das Problem ist, ich habe nicht wirklich starke Waffen. Ich habe jede Waffe, die ich habe, nur auf Stufe 1 gerade. Oh, natürlich trifft er mich. Nein. Angenehm. Ja, setz mir noch mehr vors Gesicht. Triff, bitte. Nein. Nice. Oh, ist nicht gut. Ey, ich hab ihn getroffen, obwohl der so komisch geflogen ist. Das ist Skill. Bitte nicht umbringen. Ich hab Angst. Einfach nicht umbringen. Da unten ist bestimmt eine Godrace oder Turmbombe drin. Irgendwo, oh Gott. Jetzt werde ich tot sehen. Aua. Oh Gott, aua, 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 aua. Ey, du kannst es einsammeln. Was ist... Ich hab gerade nie aufgepasst, was du bekommen hast. Was ist nochmal Fortify? Ach ja. Wow, wow! Ich hab ein Unendlich-Ding, hab ich bekommen. Ja, das ist ein Bug, den müssen die echt mal rausnehmen. Danke dafür. So, hoffentlich macht das jetzt saftig Schaden. Die Drohnenarmee. Ja, ich hab noch eine Drohne, die auf der Map war getroffen und du hast eine an sich geschossen.
Du hättest auch straight auf die Drohne ballern können. Ich wusste nicht, ob das Ding nach einer bestimmten Reichweite sowieso stehen bleibt oder ob das mit. Es bleibt nach einer gewissen Reichweite stehen. Also, ja, aber ist es immer dieselbe oder ist das, kann ja auch unterschiedlich sein? Je nachdem, wie stark du schießt. Halbe Stärke von dem, was du vorher geschossen hast. Ja, bleibt die stehen. Also du kannst sie aber auch oben rausschießen, wenn du zu weit oben stehst oder zur Seite natürlich. Also ich hätte jetzt aber doch gerne mal gute Waffen. Ja. Sag ich, wie es ist. Ich auch. Ja, perfekt. Ich hab nicht gedacht, dass es rausfliegt. Ich auch nicht. Also mit meinem. Ach so. Natürlich. Ich versuch's nochmal, die Verhandlungen. Das ist der geilste Schuss, den ich je gesehen habe mit der Splittergranate. Nice. Oh Gott. Für solche Fälle hat man Fortify. Nee. Rief. Oh. Getroffen. Also, mich trifft hier vermutlich nichts. Vermutlich. Ich will es nicht herausfordern. Ja, ein Regenbogen oder so, ich weiß. Nee, ich meine eher so eine Schlitzsäge, also generell eine Säge da vorne an dem Berg, würde auch funktionieren. Ach so, ja, gut. Nee, oder nee, haben die nicht. Die Schockschelle haben die nicht. Eh alles, die geht einfach durch. Ich sag dir, das haben die nicht. Hoffentlich. Werden die schon nicht haben. Bett. Ja. Mal gucken, ob der dich trifft. Ah, er kommt näher? Nee, das Ding trifft doch nie. Ist halt wirklich so. Ich hab nichts Gutes mehr. Ich hab eine Schlitzsäge. Ich kann das hier schießen. Oh. Interessantes Angebot, aber nein. Also er hat zumindest kurz drüber nachgedacht, weil der hat ein bisschen gebraucht zum Antworten. Jetzt habe ich es ihm gegeben. Ich weiß nicht mehr, wer Shawn Mendes ist. Der Typ heißt eigentlich Shawn Mendes, aber naja. Kennst du das Lied Stitches oder so? Ich habe Angst zu antworten. Nein? Okay, oh Gott, Hilfe. Die macht nur 20. Die Drohne ist jetzt nicht so stark. So, wenn das jetzt genauso fliegt wie gerade eben und ich um einen stärker schieße, dann müsste eigentlich alles treffen. Wie viel hat der noch? Der hat 27. Ich könnte ein Erdbeben machen. Ich halte mich aus dem Gespräch einfach mal raus, okay? Weil ich habe von der Person, über die ihr redet, eh keine Ahnung. Wie heißt... Was wollte der versuchen? Waffen! Meinst du, die Tarante mag mich heute mal? Ich weiß es nicht, ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Vielleicht. Oh, warte mal. Ich glaube, ich. Ich verändere nichts an der Flugbahn, keine Sorge. Also, das, was ich schieße. Ja. 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 Radespinne! Ah, er lebt noch. Ich habe mehr Beben. Nee, warte, ich beende ihn wie. Ich mach das wie im Ghetto, okay? Oh, ich glaube, ich mache das doch nicht wie im Ghetto. Tschüss. Oh Gott, doch, lass es mich beenden. Ich komme aus dem Ghetto. Okay. Warte, I'm in the Ghetto. Da, 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 da. Jetzt kannst du.
Ich habe zwar Ghetto falsch geschrieben, glaube ich, aber ist ja egal. Ich könnte jetzt noch schreiben, ich habe gesagt, ich habe es. Ich habe nicht gesagt, ich nutze es. Oder wie habe ich denn bitte Ghetto geschrieben? Was ist denn mit mir? Ich glaube, der will mich jetzt noch unbedingt anpöbeln. Quatsch. Da ist er. Wer ist dazugekommen? Ja, wer wohl? Ich weiß nicht, ob das mit der Aufnahme so nicht klappen würde, weil, falls ihr es hört, es schüttet bei mir Katzen und Hunde aus vom Himmel. Ich hab's nicht verstanden, aber ja. Ich bin gerade noch in der Runde drin, wenn du ein bisschen warten könntest. Ich krieg's auch schon. Bei mir ist es gerade richtig schlimm. Ich würde gern was probieren. Ich hab einen Katenhagel, also ich krieg wahrscheinlich den Double Damage vorausgesetzt. Ich schieß überhaupt darüber, weil ich denke. Das kann jetzt entweder in die Hose gehen und das kann richtig geil enden. Ich hab Angst. Es war ein Mittelding. Ja, doch, wohl doch, das war eigentlich ganz cool. Das hat richtig geil geendet. 150 und da war kein Crit bei. Und jetzt noch mein Double Damage. Ja! Oh! Alter! Nein. War eine gute erste Runde. Damit, das war's dann auch wieder. Runde vorbei. Ich hab noch ein Napalm. Und zwar ein großes. Ich hab ein kleines Napalm. Und sogar noch den Digger. Also den großen. Ich hab auch einen Digger. Entschuldigung. Oh Gott, nein, nicht das. Ich kann so hart reinhauen. Na ja, ich hab noch einen Bombenteppich. Los! Oh, aber den fail ich, glaube ich, gerade ein bisschen. Ich habe gerade nicht ganz aufgepasst. So, warte. 45er Winkel, damit das auch schön alles trifft. Schießen wir mal so und die Hälfte hat getroffen. Wow, die Hälfte. Ich habe sonst noch mal Dornen. Sonnensalbe, ja, wir haben ein paar Sachen. Ich spiele noch mal eine Runde in anderes Game, weil ihr da ja noch beschäftigt seid. Viel Spaß. Ja, wir holen dich dann zur nächsten Aufnahme. Ich mute mich auch so lange, kannst mich ja denn anschreiben. Okay. Pam. Das hätte man jetzt ein klein wenig besser. Manchmal sind die Dinger so useless. Ja. Ich habe gehofft, dass er nach rechts geht und nicht nach links. So, jetzt, wenn der sich anständig hinstellt, kann ich ihn hinrichten. Glaube ich. Deine Hilfe könnte vielleicht gebraucht werden. Also allein mit dem Angriff, den wir zu Anfang gestartet haben, mit den 150er und den 120er, haben wir sie eigentlich schon weggereckt. Ich gehe auf Sean Enders, Alter. So, ich schieße einfach direkt nach oben, weil ich das Ding da mitnehmen will. Was will ich denn auf den drauf schießen? Ich glaube, ich will das hier auf den drauf schießen. Das sollte auf jeden Fall treffen. Ich treffe mich wahrscheinlich noch selber mit. Ja, ich habe 1 mm verfehlt. Er lebt noch. Ich habe so ein Stück verfehlt. Ich kann ihn jetzt auf jeden Fall töten. Ich schieß einfach mit meiner M4 rein. Warum denn ich? Du stehst da. Ja gut, weil du fast tot bist. Vielleicht dachte der Legend bringt mich jetzt um. Aber falsch gedacht, ich hole jetzt meine M4 raus. Also ich habe Zuckungen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was treffe. Offensichtlich nicht. Was habe ich eigentlich bekommen? Weiß ich nicht. Könnte der mich schnell umbringen? Ich glaube, ich habe nur Rüstung bekommen. Komm! Mach hin! Er muss noch zielen. Jetzt töte es! Ich habe noch keine Schussbahn. Ja gut. Jetzt schon.
Ich habe aber nichts mehr Gutes. Ich würde dir ja meine Waffen geben, aber ich habe noch nicht mal was gedroppt. Oh, true. Was machen wir denn jetzt? Was mich halt vernichtet hat, ist, dass ich mich leicht selbst getroffen habe. Was ist das? Das, was dich vernichtet hätte. Das sieht da oben sehr lustig aus. Hört sich sehr angenehm an, tatsächlich. Ey, eins ist rausgekommen. Hey. Das kann jetzt eine Ewigkeit dauern, bis es sein Ziel erreicht. Ich will einen Kaffee. Ah. Oh. Oh, okay. Komm jetzt, Killin. Du hast einen Zweifachschaden. Irgendwas Heftiges. Ich hab nichts Heftiges. Wäre schön, wenn ich die Drohne noch getroffen hätte. Hast nichts Heftiges und haust direkt 60. Ja. Guck mal, ich hab ein Schild. Toll. Den hätte ich gerne früher gehabt. Oh, warte, ich hab gleich... Gleich kommt die Idee der Ideen. Theoretisch hättest du aber getroffen. Auch mit einem normalen Schuss. So, warte mal. Jetzt? Bitte nicht. Bitte nichts von den beiden Dingern nehmen. Die stinken perfekt. Hast du eine M4 oder? Nee. Gott sei Dank. Er hat's versucht. Sie stehen nicht mehr perfekt. Ich hab gehofft, das schießt weiter nach unten. Massiver Schuss. Ist Level 4? Level okay. 4 vom ganz normalen Ding. Hast du das dir deine Flugbahn gemerkt? Ich hab keine. Also, du hattest nein, eben vorher. Genau seine. Achso, ja, egal, das löse ich jetzt anders. Soll ich dir meinen Tracer geben? Ich hab einmal. Nein, nein, alles gut. Aua. Also du hast hier schon die Nase vorn. So ist es nicht. Wie groß ist das? Oh, ich dachte, es wäre viel größer. Ich dachte, es wäre so riesig. Nein. Das ist einfach nur ein richtig starker, normaler Schuss. Oh, ja. Gut, Das Ding zu leveln, das bringt es halt nicht. Ich habe auch nur noch eine Sache. Nee, warte, schon gar nicht. Nächste Runde gibt's eh neue Waffen. Beziehungsweise zweimal, wenn du dran warst. Kann er aufhören zu rechnen, bitte? Nein. Offenbar nicht. Oh Gott. Komm! Ja! 12 Leben hat er noch. Wurde es damals nicht immer in der Runde, wo man die Waffen bekommen hat, gerade? Nee. Damals war es noch so. Oh Gott. Oh. Schade. Es wollte noch zurückkommen. Jetzt kriegst du welche. Irgendwas, das safe trifft? Nee, überhaupt nicht. Oh. Das war RP. Aber ja, ich kann wenn gar nicht du mehr. Ja, ich hab gewonnen. Overcharge gemacht, das hätte es tatsächlich. Oh mein gemacht. Gott, die Armor. Wie viel oh Glück kann man eigentlich Gott. Kriegen mit den Armor-Dingen? Kriegt er einfach mal richtig stark Armor. Warum hab ich eine. Ah ja, stimmt, ja. Ja gut, jetzt ist es wieder even, jetzt habe ich vielleicht ein Problem. Naja, wenn du anständig triffst. Tue ich vor das. Vor allem. Er scheint nicht zu merken, dass ein schwarzes Loch in seinem Gesicht ist. LOL? Sah lustig aus. Das sah mega funny aus. Das konnte richtig gut treffen. Ey, komm, 7 Leben. Du hast eine Chance. Ich hab ein Deadweight, ich hab alles. Wer hätten der meckert rum, sobald du ein Deadweight schießt? Also muss natürlich schon ein bisschen stärker schießen.
Ich komme auch aus dem Ghetto. Oh, warte mal. Nicht besser. Oh Gott! Da war sogar ein Crit bei. Aber hey, wir haben gewonnen! Und ich habe den Reisenden endlich aufgelevelt. Ja, ich habe das Mega-Beben. Glaube ich. Ja. Wow.